gibt es von mir ein Rezensionsvideo zu ein paar Spielen, die ich jetzt in letzter Zeit gespielt habe. Ja, ich werde euch wie immer sehr subjektiv meine Sicht der Dinge, meine Kritik erläutern. Ja, mal schauen, wie viele es werden. Ich überlege gerade, welche davon ich schon zeige. Fangen wir mal mit dem größten an, mit Shogun. Shogun, da habe ich ja schon zwei Regelerklärvideos zu gemacht. Das Spiel ist von 1989 von Game Master Series und ja, ist halt ein Strategiespiel im japanischen Stil. Ich habe es ja gebraucht gekauft. Soweit alles enthalten gewesen. Ja, auch auf Deutsch, sodass die Anleitung, die relativ umfangreich ist, aber dennoch dann ganz gut zu verstehen war. Gab eine kleine Übersetzungsschwierigkeit. Ein Abschnitt hat nicht so viel Sinn gemacht, aber da hat mir jemand in den Kommentaren hier bei YouTube dann weitergeholfen und dann war es auch klar, wie das gehen soll. Ich habe das jetzt mit drei Spielern gespielt, und zwar mit meinem Papa, mit meinem Onkel und meinem Cousin, war eine kleine Familienrunde. Mein Cousin ist ein absoluter Stratege, der liebt solche Spiele. Ich bin ja eher so der Rollenspielmensch. Ich mache bei Strategiespielen meistens am Anfang, wenn ich ein Spiel noch nicht kenne, noch nie gespielt habe, mache ich am Anfang meistens Dinge, die nicht so das Sinnvollste sind vielleicht. Deswegen, ja, mein Papa und ich haben da ein bisschen abgelost. Mein Onkel und mein Cousin, die waren ganz gut. Es geht eben darum, Gebiete zu erobern, ähnlich wie bei Risiko, aber dann doch etwas komplexer, weil man eben verschiedenste Einheitentypen hat. Ja, wer da die Details nochmal sehen möchte, der kann gerne in meine zwei Regelvideos zu dem Spiel schauen. Und es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Mit vier Spielern macht es natürlich auch schon Sinn. Also zu zweit ist das dann wahrscheinlich eher weniger interessant. Mir hat super viel Spaß gemacht. Es war eine coole Runde. Ich habe zwar abgrundtief verloren, aber ja, mir sind danach auch noch so ein, zwei Regeln eingefallen, die ich nicht so umgesetzt habe wie in dem Regelbuch, aber ja, das passiert eben in den ersten Partien. Da kann dann schon mal was in Vergessenheit geraten. Man muss ein, zwei Dinge nochmal nachlesen, aber im Endeffekt ist es gar nicht so komplex, wie viele Leute sagen, finde ich. Also für viele Spieler ist es durchaus machbar. In der Anleitung sind eben auch viele Beispiele schon bei, wie das Ganze funktioniert. Und ja, es war mal wieder was anderes. Wir werden uns in Zukunft dann weiter zu Spieleabenden treffen in dieser Konstellation. Und als nächstes ist wohl das Kultspiel Die Siedler dran, was ich auch ewig nicht gespielt habe. Aber ja, Shogun war eine Erfahrung wert. Werden wir mit Sicherheit nochmal machen und dann 100% regelkonform. Und dann habe ich schon die genaue Taktik im Kopf, wie ich denn am besten vorgehe. Ja gut, ich habe jetzt beschlossen, wir machen von groß nach klein. Nicht weniger groß, nur eher quadratisch als rechteckig. Mage Knight. Habe ich ja bei eBay Gott sei Dank auf Deutsch gefunden. Das wird ja gerade reprinted und ich habe die Ultimate Edition, also mit drei Erweiterungen drin. Habe es bisher nur solo gespielt, aber es ist solo natürlich mega. Wurde mir empfohlen, von dem Christian bei Instagram unter Lord Meeple zu finden. Der liebt dieses Spiel abgöttisch. Hat übrigens auch einen Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Und ja, ich habe es wie gesagt erstmal solo gespielt. Das ist wirklich etwas, ich würde auch nicht sagen komplex, aber man muss an super viele Dinge denken. Und das ist am Anfang manchmal etwas überfordert. Ja, worum geht es eigentlich? Diese Version hier ist von Pegasus Spiele und hier hinten sieht man eben, man läuft auf diesem Spielplan rum, der sich immer anders erweitert, wo immer neue Dinge auftauchen und muss eben mit seinem Helden bestimmte Aufgaben erledigen. Es gibt verschiedenste Szenarien, die man spielt. Ich habe jetzt mehrfach das Einführungsszenario zum Kennenlernen gespielt und schon ein weiteres. Es gibt aber noch super viele mehr, auch in den Erweiterungen dann enthalten. Ja, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie Deckbuilding, wenn man eine Anfangsstarthand hat von ja, Basiskarten und einer Charakterkarte. In der Erweiterung kommen dann auch noch weitere Karten hinzu. Und kann dann eben im Laufe des Spiels verschiedenste Orte erkunden, verschiedenste Einheiten rekrutieren, Monster bekämpfen
und kann dann eben sein Deck weiter ausbauen, indem man fortgeschrittenere Karten kauft. Dann kann man auch, wenn man einen Magierturm zum Beispiel einnimmt, kann man sich Zauberkarten holen, die ziemlich mächtig sein können. Und ja, es gibt noch solche Artefaktkarten, die kann man eben auch in verschiedensten Dungeons finden. Und ja, das Spiel wird in Runden gespielt, das ist dann bei jedem Szenario angegeben. Hier ist so eine Tafel, die zeigt dann eben hier in dem Fall die Tagesseite an, zeigt an, wie viele Schrittpunkte man ausgeben muss, Bewegungspunkte, um auf bestimmten Landschaftstypen sich fortzubewegen. Die Karte wird dann nach einer Runde umgedreht und dann befindet man sich eben in der Nachtphase, wo es dann nochmal leichte andere Regeln gibt. Ja, wir sehen hier oben schon Hellen, die man spielen kann. Ich weiß nicht, ob es alles nur Hellen sind. Da sind halt auch aus der Erweiterung noch welche, bei die ich vorerst erstmal komplett rausgenommen habe. Ich habe erstmal nur das Grundspiel gespielt. Und ich hatte jetzt hier den Goldix. Das ist so ein grüner Drache, mit dem man spielt. Genau, und die Hellen haben dann auch verschiedene, unterschiedliche Fähigkeiten, können sich dann im Laufe eines Spiels weiter skillen. Und ja, dann versucht man eben, Ruhmespunkte und Ansehen zu erhalten mit den verschiedensten Aktionen, die man in diesem Spiel machen kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Mage Knights hat mich direkt ab der ersten Partie total abgeholt. Ich mag das Spielprinzip, dass man auf dem Brett im Prinzip rumläuft, die verschiedensten Orte erkundet, aber wie man etwas erkundet, wie man rekrutiert, wie man interagiert, wie man kämpft, das funktioniert eben durch dieses Kartensystem. Ich mag dieses Abwechslungsreiche. Es ist erstmal, ja, man braucht erstmal ein paar Runden, um da reinzukommen. Ich habe auch dann dem Lord Mifil noch verschiedenste Fragen gestellt, ob ich da auch diese Dinge richtig verstanden habe. Aber es macht super viel Spaß und ich weiß, ich werde da noch viel, viel Spielzeit rein investieren. Und vor allen Dingen ist es solo absolut super machbar. Ich zeige euch in diesem Video auf jeden Fall Spiele, die ich nicht vorspielen werde bei YouTube. Wer hieran aber interessiert ist, an dem Einführungsszenario, der kann mal bei Spielwelten reingucken. Der Kim hat dazu ein super Video gedreht, was mir auch nochmal beim Regelverständnis sehr, sehr geholfen hat. Und ja, ist auf jeden Fall sehr schön anzusehen, das Video. Und zeigt, wie vielfältig dieses Spiel ist. Bei mir auf jeden Fall eins der besten Spiele, die ich gerade habe. Ja, dann machen wir mal weiter mit Abenteuerland von Haber, von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Ja, Abenteuerland, wer meinen Instagram-Post vielleicht schon gesehen hat, das ist eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Das meine ich total subjektiv, also da kann sich natürlich jeder selbst eine Meinung bilden. Es ist ab 10 bis 99 Jahre, ich habe in meinem Post, glaube ich, geschrieben, selbst für 6, 7, 8-Jährige finde ich es langweilig. Ja, man liest halt den Titel Abenteuerland und denkt sich, Abenteuer steckt drin. Aber das ist wirklich, das ist alles andere der Fall als Abenteuer. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das ist eben dieses Spielfeld, das ist in ein Raster gegliedert. Man hat dann eben hier die verschiedensten Felder. Da oben ist A1, das geht runter bis A10. B1 bis B10 und so weiter und die Spielfiguren stehen dann eben hier oben zu Beginn auf den ersten Feldern. Dürfen im Laufe des Spiels dann nur Richtung Osten und Süden bewegt werden und mit Hilfe solcher Karten werden am Anfang Kräuter verteilt, ganz zufällig, Gold wird verteilt, es werden Gegner verteilt und Gefährten, die man einsammeln kann. Ja, und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Ich habe es nochmal angespielt. Es gibt 3 Abenteuer in dem Spiel, die alle sehr, sehr ähnlich sind. Ja, und dann zieht man eben, jeder zieht immer 2 zufällige Karten, verteilt dann dementsprechend die Sachen, die hier liegen, auf das Brett. Und dann darf er 2 seiner Spielfiguren oder eine Figur 2-mal nach Süden oder Osten bewegen, so weit wie er möchte. Das heißt, wenn dieser blaue Spieler jetzt hier, ich schätze, dass es B2 oder 3 da drauf gehen würde, dürfte er dieses Kräuterplättchen einsammeln. Dann kann er entscheiden, gehe ich jetzt noch weiter nach da, gehe ich noch weiter nach Süden oder nehme ich noch eine andere Figur von mir, die hier irgendwo steht. Dann kann man eben im Laufe des Spiels Gefährten einsammeln, die dann mit einem reisen und so weiter. Hier ist noch ein kleiner Fluss mit einem Wassermann.
der sich auf den Goldfeldern dann bewegt und verschiedenste Sachen vom Spielfeld entfernt. Ja, und im Prinzip geht es ja auch darum, die meisten Siegpunkte zu erlangen. Und das macht man, indem man zum Beispiel gegen diese Monster kämpft, die auch irgendwo zufällig auftauchen. Und dabei behilflich sind einem dann Würfelwürfe und Kräuterblättchen und Gold und Gefährten, die einem helfen können. Mehr ist es nicht. Das heißt, ich bewege meine Spielfiguren immer sehr, sehr eingeschränkt über das Spielfeld, sammle Sachen ein, die zufällig dort gelandet sind und ja, ich kann halt nicht mehr zurück. Das ist halt so das einzige Strategische, was man bedenken muss. Am besten nimmt man die nahesten Sachen, damit man so viel wie möglich mit einer Figur einsammeln kann. Ja, aber ansonsten war es das. Dann kämpft man eben gegen diese Monster, indem man einfach den Wert der Monster übertreffen muss und ja, kriegt dann eine bestimmte Belohnung. Ja, also das ist das Spiel. Und also mich hat es gar nicht überzeugt. Ich habe mir das vor Jahren mal gekauft, weil ich ein neues Spiel haben wollte. Und da war ich halt noch nicht so informiert und habe einfach eins gekauft, was es in der Stadt, ich weiß nicht mehr, eine Bücherei oder so zu kaufen gab. Habe dann eine Runde mit meinem besten Freund gespielt und wir haben beide gedacht, wow, das macht überhaupt keinen Spaß. Und seitdem habe ich es nicht mehr angepackt und habe es jetzt vor kurzem halt nochmal für diese Rezensionen getestet und auch nach 5 Minuten wieder aufgehört, weil dann weiß man halt schon, was passiert. Nämlich nichts. Also es tut mir total leid, die Spieleentwickler mögen sich da vielleicht was super Tolles bei gedacht haben, aber das dann auch bei 10 Jahren anzusetzen, also ich würde behaupten, dass ein 10-Jähriger schon weitaus komplexere Dinge spielen könnte. Also, meine subjektive Meinung, das Spiel landet im Schrank und wird nie wieder rausgeholt. Oder verkauft. Okay, ja, dann machen wir noch 2 Sachen und dann hebe ich mir den Rest für ein anderes Rezensionsvideo auf. Zunächst einmal Patchwork. Und zwar das normale, das ist ja jetzt auch schon etwas älter. Ich schaue nochmal eben. Ja, von 2014 von Uwe Rosenberg. Wer hätte es gedacht? Ich habe noch nicht, habe ich schon mehr Spiele von ihm testen können? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das ist so das erste und einzige, was ich von Uwe Rosenberg bisher gespielt habe. Und zwar habe ich das mit meinem besten Freund in Toronto in einem Spielecafé entdeckt. Ja, und es ist wieder das übliche Puzzlespiel, aber super cool gemacht, wie ich finde. Jeder hat sein Platzset, wo er eben verschiedenste Flicken drauf platzieren muss. Ich denke mal, zu diesem Spiel werde ich auch noch ein Erklärvideo machen, auch wenn es schon was älter ist und die meisten das wahrscheinlich schon kennen. Ich habe es jetzt nochmal rausgeholt, beziehungsweise ich hatte es mal meinem besten Freund geschenkt, nachdem wir in Kanada waren. Und ja, ich habe es mir dann jetzt nochmal ausgeliehen, um es einer Freundin zu zeigen, die halt eben auch so Spiele wie nochmal total super findet. Also ja, nicht so hart strategische Kennerspiele, sondern eben so etwas leichtere Kost. Und da gehört sowas halt dazu. Und ich habe es ihr jetzt gezeigt und sie hat es auf jeden Fall als cool empfunden. War leicht zu erlernen. Wie gesagt, ich mache da nochmal ein Video dazu. Und ihr hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht kommt es ja jetzt mal wieder öfter auf den Tisch. So, und dann zum Schluss noch was ganz anderes, nämlich wieder ein Spielbuch. Ich habe ein neues Spielbuch getestet. Ich habe es noch lange nicht durchgelesen, denn es ist doch etwas umfangreicher. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall schon mal vorstellen, meine ersten Eindrücke dazu nennen. Und zwar ist das Destiny Quest von Michael J. Ward, Die Legion der Schatten. Das ist der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Band, den habe ich jetzt schon auf meine Wunschliste gepackt, denn es hat mich tatsächlich direkt überzeugt. Wer meine Videos zu Einsamen Wolf gesehen hat, weiß, dass ich damit begonnen habe, Spielbücher zu lesen. Der Einsame Wolf ist aber ganz, ganz anders. Also in diesem Buch durchläuft man nicht eine zusammenhängende Story und läuft nicht als der Einsame Wolf, als ein vorgegebener Charakter durch die Gegend, sondern man erstellt wirklich selbst einen Charakter im Laufe des Spiels. Man fängt bei Null an. Die Geschichte beginnt damit, dass man aufwacht, ja, in einem Schlachtfeld und sich an nichts mehr erinnern kann. Und man hat keine Waffen, nichts mehr bei sich und muss dann eben im Laufe dieses Buches aufleveln. Man hat dann die Wahl,
zwischen verschiedenen Klassen, die man nachher noch wählen kann, beziehungsweise Berufen ist es hier genannt. Und ich glaube, das ist ein Schurke, ein Magier, ein Krieger. Genau, man kann im Laufe des Buches dann sich eben dafür entscheiden, entweder Schurke, Magier oder Krieger zu werden. Ja, aber was ist das Besondere an dem Buch? Es heißt Destiny Quest, das heißt, man durchläuft wirklich Quests. Ich zeige euch mal eben die Karte. Das Buch ist nämlich in 3 Akte gegliedert und jeder Akt hat eine Karte. Das ist zum Beispiel die Karte von Akt 1 und dann sieht man hier die verschiedenen Quests, die man machen kann. Die 6 zum Beispiel zeigt eine Stadt an. Zu dieser Stadt kann man nach jeder Quest immer wieder zwischendurch zurückkehren, Sachen erwerben oder ja, sich Informationen einholen, Gerüchte einholen, was denn da gerade in der Umgebung so vor sich geht. Und dann kann man eben die Quest besuchen, einfach indem man dann bei dem Abschnitt anfängt, der hier dann bei der Quest steht. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass ich mit den einfachsten angefangen habe und auch alle Quests nach der Reihenfolge durchlaufen möchte. Habe dann also erstmal die Sperrquests gemacht, habe also diese Abschnitte gelesen, diese verschiedenen Stories dann durchgelesen und dadurch dann immer wieder neue Ausrüstung erhalten. Zwischendurch war ich dann immer in der Stadt und war da auf dem Markt und so weiter und konnte dann beim Kartenspiel mitmachen und Gold gewinnen. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen Kritik mal von anderen durchgelesen. Es gibt Leute, die sind davon begeistert und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen. Die sagen, die finden keinen roten Faden. Dem kann ich entgegenhalten, wenn man richtig liest, zumindest im ersten Akt, da ist schon ein roter Faden. Das sind zwar alles kleine Stories für sich, wir helfen verschiedensten Menschen in der Umgebung, aber es gibt einen Aspekt, der in jeder kleinen Story darin vorkommt und darum geht's. Ich würde mal sagen, ich habe den ersten Akt noch nicht zu Ende gespielt, aber jeder Akt hat einen Endgegner und ich glaube, dass ich weiß jetzt schon, welcher Endgegner da auf mich zukommt, weil das in jeder Quest irgendwie thematisch vorkommt. Und ich finde das gerade cool, dass man irgendwie so verschiedene Wege geht mit dem Charakter und man dann auch wirklich verschiedenste Ausrüstung erhält. Das ist nämlich auch das Coole an diesem Buch. Beim Einsamen Wolf hat man dann eben 2 Waffen, man hat 8 Rucksackgegenstände und kann dann noch zum Beispiel einen Helm finden oder ein Lederwams oder so. Aber hier ist es halt wirklich sehr, sehr detailliert. Es gibt nicht einfach nur einen Umhang. Es gibt einen Fledermausumhang. Es gibt bestimmt einen Rattenumhang. Und was haben wir hier noch? Wir haben, ja zum Beispiel als Waffe habe ich im Moment einen Giftzahn eines Tieres erbeutet. Und die bringen eben alle unterschiedliche Attribute, verbessern unterschiedliche Attribute. Das heißt aber auch, wenn ich eine neue Waffe finde, muss ich meine Attribute dementsprechend wieder abändern, weil die alte Waffe damit zerstört wird. Das ist eben auch eine Kritik vieler Leser, dass ja, man seine Ausrüstung halt ständig austauscht, ständig alles anpassen muss. Ich persönlich mag das. Es ist wirklich wie so ein PC-Spiel, ähnlich wie WoW. ja, man läuft durch die Welt, bekommt verschiedene Quests, muss Gegner besiegen und lootet dann und findet neue Ausrüstung und tauscht die aus. Entweder man hat noch Platz im Lager, so wäre das jetzt bei WoW in seinem Rucksack. Das haben wir jetzt hier nicht. Könnt ihr die Sachen noch verkaufen. Hier in dem Buch sind sie dann einfach weg. Aber im Endeffekt können wir natürlich immer nur eine Waffe, eine Nebenhandwaffe, einen Umhang, hier sind es 2 Ringe zum Beispiel, tragen. Das ist für mich ganz sinnig. Und dann kann man eben mit verschiedensten Ausrüstungsgegenständen auch Fähigkeiten dazu bekommen, die einem im Kampf helfen. Ein Kampf läuft, auch eine Kritik der Leser, mit Würfeln ab, die eben nicht dabei sind. Ich finde das eine nette Abwechslung zum Einsamen Wolf, denn ich denke, jeder, der sich so ein Buch kauft, hat auch 2 normale Würfel zu Hause. Also daran sollte es ja jetzt nicht scheitern. Deswegen verstehe ich diese Kritik nicht ganz. Beim Einsamen Wolf hat man ja ständig mit dem Stifter in so einer Zufallszahlentabelle Zahlen rausgesucht, um zu kämpfen. Hier würfelt man dann eben einfach und hat dann eventuell verschiedenste Fähigkeiten, die einen nochmal würfeln lassen, die dem Gegner einen Würfel wegnehmen und so weiter. Also es ist total eingängig, schnell gelernt
Und ich habe jetzt den ersten Akt fast fertig, auf jeden Fall über die Hälfte fertig und habe noch keinen Beruf. Also ich weiß noch nicht, wann das auf mich zukommt, wann ich das erlerne, aber das ist eben auch so der Anreiz für mich. Ich weiß, da kommt auf jeden Fall noch mehr dazu. Und ja, also ich bin begeistert. Eine Quest geht eben auch nicht so lange, sodass man sich das Buch auch richtig schön in Happen einteilen kann und nicht das Gefühl hat, ah, ich will noch einen Abschnitt lesen, weil es so spannend ist. Sondern man kann eben sagen, okay, jetzt habe ich diese Quest beendet, habe es geschafft, ich gehe vielleicht nochmal in der Stadt rumgucken, was es da Neues gibt. Aber ansonsten mache ich hier jetzt einen Cut, weil die Story so in diese großen Quest-Abschnitte eben eingeteilt ist. Also, ich persönlich kann es nur empfehlen. Ich empfehle aber auch, wer interessiert daran ist, der schaue sich bei Amazon zum Beispiel die verschiedensten Bewertungen an. Da gibt es eben wirklich Leute, die damit nichts anfangen können, die das im Vergleich zum Beispiel auch mit dem Einsamen Wolf ja, nicht bevorzugen würden. Ich persönlich finde es eine tolle Abwechslung. Ich fühle mich wirklich wie in so einem PC-Roleplay-Game und ja, den zweiten Band, den hole ich mir definitiv auch noch. Damit war es das für heute von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war in Ordnung, wie ich die Sachen bewertet habe. Und ja, es mag jeder anders sehen, aber das war meine Meinung, meine ersten Eindrücke zu den Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne Kommentare da. Und ja, das war's für heute. Eure Chrissy. Ciao.